Wie jeden Morgen bringt Karin Klapperich ihre Tochter Frauke zur Kita St. Pius in Bonn. Dass der katholische Glaube hier an ihr Kind weitergetragen wird, ist ihr wichtig. Ich habe ganz viele tolle Erfahrungen gemacht und das möchte ich zumindest meinen Kindern mit auf den Weg geben. Ob sie es dann für sich irgendwann realisieren oder so, das ist nochmal eine andere Geschichte. Aber wenn sie es nicht kennenlernen, können sie es nicht leben. Um die Beziehung zwischen Kirche und Familie sowie Eheleuten zu stärken, findet derzeit eine Familiensynode in Rom statt. Die zweiwöchige Versammlung von 190 internationalen Bischöfen wurde letzte Woche von Papst Franziskus eröffnet. Beraten wird unter anderem über die Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Hilfestellung für Alleinerziehende sowie die Haltung zu wiederverheirateten Geschiedenen. Dass diese Themen im Alltag der Eltern wichtig sind, weiß Sabine Münch. Sie ist Leiterin der Kita St. Pius. Hier spürt sie, das Idealbild einer katholischen Familie zu verkörpern, ist heute nicht leicht. Es wird immer schwerer, denke ich, für die Familien. Durch die Berufstätigkeit meistens beider Eltern, dann was sonst noch alles kommt. Es ist einfach schwer. Den größten Änderungsbedarf, denke ich, die Kirche müsste sich mehr öffnen. Also ein bisschen von den Grundsätzen, die sicherlich ihren Sinn haben, ihren Zweck haben, gar keine Frage. Aber ich denke, gerade auch was so, ich sage jetzt mal, die Trennungen betrifft oder so, ich denke, da müsste man den Eltern oder auch den Paaren einfach mehr Chancen geben in der katholischen Kirche. Auch die Eltern halten es für fragwürdig, nur auf das Ideal Mutter, Vater, Kinder zu setzen. Das ist halt das traditionelle Bild. Und das ist schon, hat auch eine Daseinsberechtigung, natürlich, klar. Aber heutzutage gibt es halt viele verschiedene Arten von Familien. Und klar, da muss man drüber sprechen. Man sollte doch mal ein bisschen mit der Zeit gehen und doch mal hier also auch neue Strömungen, die sich jetzt eben halt hier in diesem Jahrtausend hier ergeben, hier auch mal irgendwie auf sich einwirken lassen. Ich finde es sehr wichtig, weil sich Familie einfach geändert hat und nicht mehr das klassische Bild verheiratetes Ehepaar mit Kindern ist oder mit Kind ist, sondern ja, es einfach eine Vielfalt ist. Also wir haben auch im Bekannten- und Familienkreis einfach ganz verschiedene Modelle und ja, die sich auch gerne in der Kirche wiederfinden würden. Es gibt natürlich auch Patchwork-Familien, die auch zusammen wieder was Tolles bilden und dann auch wieder klassisch werden. Dass sich die Synode derzeit mit Themen aus ihrem Alltag beschäftigt, wissen viele Familien gar nicht. Doch dass die Kirche etwas bewegen möchte, finden sie gut. Besonders in Bezug auf wiederverheiratete Geschiedene. Also was uns persönlich betrifft, ist halt, dass mein Schwiegervater beispielsweise geschieden wiederverheiratet ist. Deswegen ist er auch katholisch war, so habe ich immer geglaubt. Er aber durch diese Wiederverheiratung halt aus der katholischen Kirche austreten musste, wie auch immer, wie man das auch mal bezeichnen will, und dann halt zum Evangelium gegangen ist. Was mir erst vor kurzem so aufgefallen ist, das finde ich einfach schade. Ich glaube, dass man nur, weil eine Ehe gescheitert ist, aus was für Gründen auch immer, fremdverschuldet, selbstverschuldet, was auch immer, dass das nicht ein Kriterium sein sollte, dass man eben nicht an der Gemeinschaft nicht mehr teilnehmen darf. Das finde ich schon sehr ausgrenzend. Viele Eltern hoffen, dass durch die Synode Änderungen angestoßen werden. Nicht zuletzt durch die offene Haltung von Papst Franziskus. Doch sie sind sich einig, bis neue Puzzlesteine das traditionelle Familienmodell ergänzen, wird es noch einige Zeit dauern.